Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory 1.0. Heute schauen wir uns das Spiel einmal von vorne nochmal an. Ich würde sagen, wir starten sofort in der Wüstenlandschaft. Ich habe schon mal soweit alles vorbereitet und gehen dann einfach mal ganz entspannt in das Spiel einmal rein und schauen uns mal an, was es alles Neues gibt. Hub Upgrade 6, Landing Platform Hydraulics completed. Freighter Landing initialized. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fix-It Pioneer. Fix-It looks forward to your future achievements, because a future with Fix-It is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate Project Assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, sogar. So Fix-It recommends getting to work. Das ist ja gar nicht so schlecht hier. Allerdings sitzt hier nicht unbedingt viel Biomasse. Und die bräuchte man ja wirklich am Anfang. Ja, das hier nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal mit. Das müssen wir uns einmal schnell aus. Dann hat sich nichts geändert. So, Kupfererz einmal einsammeln. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns zuerst einmal einen günstigen Startpunkt, der relativ gerade wäre und auch ein bisschen Biomasse hergibt. Ich finde das hier schon ganz gut. Da ist aber auch nochmal denke ich mal ein guter Platz. Dann holen wir uns schon mal ein bisschen was hier von dem Holz mit. Einfach E gedrückt halten und dann kann man hier ganz entspannt durch die Map laufen und sich da ein bisschen was einsammeln. Das ist ja doch aktuell am Anfang so wichtig, dass man nicht genug haben kann. Die habe ich natürlich auf freundlich gestellt. Aber jeder machen, wie er gerne möchte. Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Ja, also. Überreste soll man natürlich gut aufheben. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fix-It to make an informed decision. Store this potential resource for later use. Bäume direkt hier drum stehen. Dann können wir dann auch relativ gut arbeiten. Schwefel hat sich auch ein bisschen verändert. Unknown chemical element collected. This non-metallic and multivalent element seems to be present only in a solid state and exhibits a most pungent smell. It is fortunate Fix-It helmets are of such high quality. Store this potential resource for later use. Und alles in der Nähe direkt hier. Wetter hier schön mitnehmen. So, schauen wir mal. Okay. Unrein, das ist natürlich schlecht, aber ja. Für den Anfang wäre das jetzt auch noch nicht so schlecht. Sobald ich danach scannen kann, suchen wir uns dann einfach eine neue Quelle. Auf den Anfang. Ja, hier die Startbasis schon gar nicht so schlecht. So, dann würde ich sagen, setze ich mir das mal hier ganz entspannt in die Mitte, da habe ich relativ viel Platz. Genau, das ist jetzt anders. Das wurde aus diesem Erz jetzt gebaut, was ich direkt am Anfang im Inventar hatte. Von daher hat sich das schon mal geändert. Ich war ja vorhin in einer Kiste. Da ist der Frachter auch schon direkt. Ja, schön. Gut, schauen wir uns hier mal das Ding an.
Hier war ich noch gar nicht drin. Und die Charakter etwas verändern, wie man das gerne hätte. Ja, aber ich denke mal, den würde ich erstmal so lassen. Gold, Gold. Ja. Und erstmal so. Was haben wir hier noch? Da ist sonst nichts mehr, außer die Toilette, wo man halt jetzt auch Sachen runterspülen kann, wenn man sie nicht mehr braucht. Ja, wird sich auch nicht allzu viel verändert. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal hier rein, was denn unsere ersten Aufgaben sind. Also, Basisbau würde ich auf jeden Fall schon mal mit starten wollen. Bevor wir dann... Oh, Karte wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ne, wir starten hier mit dem Basisbau, dann kann man das alles schön aufbauen hier. So, Eisenstangen, Eisenplatten habe ich auf jeden Fall schon mal. Dann brauche ich Beton. Habe ich jetzt dazu gelernt, dass wenn man hier einfach Enter drückt, dann kann man mit der Maus immer noch weiterarbeiten. Das war vorher auch nicht unbedingt der Fall. Machen wir uns hier mal ein bisschen aufbauen. Dann sorgen wir dafür, dass wir auch schon direkt die ersten Produktionsketten so langsam aufbauen. Dann haben wir nämlich weniger mit der Hand hier abzuarbeiten. So, dafür brauche ich erstmal ein bisschen Draht. Wir haben sogar schon Miner im Inventar. Das heißt, wir könnten auch... Ja, ich würde sagen, wir starten... Oxid nehmen. Wir starten mit der Betonproduktion. Wo habe ich denn hier? Da. So, einmal den. In dem binden. Und dann gehen wir hier schon mal rüber. Wenn es hier einhängt. Und dann so. Das heißt, einen meiner MK1 einfach mal hier hingesetzt. Das soll noch nicht wirklich ordentlich sein. So, der macht dann 30 Kalkstein. Noch nicht genug, aber den Anfang sollte das reichen. Okay, dann ein Förderband. Da kann man jetzt mittlerweile auf den Baumus ändern. Hier steht der aktuelle Standard. Wenn man da einmal R drückt, ändert sich so gerade wieder zurück. Dann hat man das gerade, aber ja. Braucht man auch nicht unbedingt, aber für den Anfang ein bisschen was hier an Neuerung zu zeigen, ist das ganz praktisch jetzt. So. Um dann jetzt hier starten zu können, brauche ich erstmal ein bisschen was davon. Und ein bisschen was von Holz. Perfekt. Das kann ich schon Biomasse herstellen. Oh ja, könnte ich dann. Machen wir das mal gerade zuerst. Raus. Dann kann das mal jetzt gleich nochmal stehen. Aber aus der Biomasse kann ich doch deutlich mehr Strom rausnehmen. Deswegen machen wir das einmal so. Ja, nicht an so viel Brand, das war klar, aber nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, teilen wir das einmal. Das kommt da rein. Und dann teilen wir das einmal. Genau. Und dann packen wir da rein und schalten das an. So, dann würde der jetzt schon mal starten und da baue ich mir einen Lagercontainer dazu. In den Pfeilen das auch neu. Dann sieht man, ob das passt. Aber ja. So, das hätten wir schon mal. Und jetzt brauche ich
dasselbe nochmal bei der Eisenproduktion hier. Mal schauen, wo müsste Eisen sein. Ja, da unten war Kupfer, genau. Nochmal Holz einsammeln. So. Dann schauen wir mal hier hoch. Welche von denen denn am besten wäre, das holen wir schon mal weg. Spürt die sowieso nur. Was einsammeln. Das ärgerlich, dass sie immer wieder erst weglaufen. Und dann aber ja, so ist das Spiel. Da haben wir auch noch ein bisschen was von dem Eisenerz. Sehr gut. So, dann einmal hier hochklettern. Das gebe ich alles nochmal. Sieht so aus. Dann laufe ich jetzt nicht hinterher. Das ist zu wichtig. Am Anfang habe ich festgestellt, Rohquarz sollte man so viel wie möglich einsammeln. Unknown crystalline mineral collected. This mineral is composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar industrial functions. Store this potential resource for later use. So, das sieht nach Kohle aus. Das haben sie auch stark verändert. Das Aussehen ist doch meiner Meinung nach besser geworden. Aber ja. Also relativ viel. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Okay. 96, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, also. Ich würde sagen, wir nehmen hier unten den. Wenn die alle normal sind, dann fangen wir hier unten an. Oh, den Eisenplatten. Also fangen wir halt nicht damit an. Sondern ich mache mir erst noch mal ein paar Eisenplatten. Gut. Bin schon zweimal an dem Bauxit vorbeigelaufen, dann nehme ich das jetzt auch natürlich mit. Selbst wenn ich jetzt noch nicht brauche, ist es ja hauptsächlich für die Forschung hier geeignet. So, da wollte ich hin. Dann einmal ein bisschen was von den Eisenbarren. Zehn, 20 brauche ich ja auf jeden Fall. Oh, und dann brauche ich noch Förderbänder. Okay, dann ist jetzt hier eine längere Sache. Hier alles vorbereiten, damit ich gleich auch alles ganz entspannt mal aufbauen kann. So, die 22 Stück kurz herstellen. Ja, am besten macht man halt wirklich, wenn man schon an der Werkbank steht, einmal alles, was man so benötigt. Steht man jetzt ständig hier. So, jetzt machen wir hier aus 3 Eisenbarren 2 Eisenplatten. Also geht schon relativ zügig. Aber ich kann euch wirklich nur sagen, automatisiert so viel wie möglich am Anfang schon direkt. Dann habt ihr es nämlich nachher leichter. So, einmal hier noch schnell die Biomasse herstellen. Als wenn die gleich ausgeht, wovon ich ja ausgehen sollte, habe ich schon direkt wieder welche. Gut. Dann stelle ich jetzt da einmal den Miner drauf. Der bekommt einmal Strom. So, der macht dann 60 Eisen. Das heißt, wir können hier sogar 2 aufbauen. Können wir nur einen betreiben? Oder habe ich hier eine Logistik? Nee.
So. Ich stelle mal ein bisschen das hier hin. Und dann auf die eine, dann wollen wir das einmal hier hin. Dann nach unten. So. Dann kriegt ihr jetzt nochmal einen neuen Stromanschluss. Eisenerz rein, dann kann ich ja schon mal produzieren. So, jetzt machen wir hier 30 Eisenbarren. Eisenplatten bräuchten wir zwar relativ dringend, aber Eisenstangen wären jetzt auch wichtiger. Und daher, das machen wir noch. Machen wir erstmal ein paar Eisenstangen. Davon bräuchte ich ja 100 Stück. Dann lassen wir das mal jetzt erst einmal laufen. Stellen hier wieder unseren Nagercontainer davor. Weil wir können nicht mehr einsammeln. So, sehr gut. Jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit zu schauen. Was drin? Nee. Da ist nichts drin. Dann packen wir das mal da rein. Das, was ich jetzt nicht bräuchte, kommt das mal da rein. Da habe ich ein bisschen was in den Tarplatz. So, okay. Da brauchen wir 200 und 100 Eisenstangen. Das machen wir jetzt beides gerade. Vollautomatisch sogar schon. Also, Zeit zum Biomasse einsammeln. Wenn ich einfach nur E-Taste gedrückt und dann sammelt ihr das Großteil schon selbst ein. Holz ist auf jeden Fall besser als die ganzen Gräser hier einzusammeln, aber ja, man muss halt Glück haben und Holz finden, und sind wir jetzt relativ viel sogar, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Da man am Anfang sowieso relativ viel warten muss, Produktion fertig ist, kann man das hier auch gut immer mal wieder zwischendurch schon ein bisschen einsammeln. Das mache ich jetzt hier auf dem Weg zum Beton. Ich habe ich sogar schon relativ viel kurzer Zeit, könnte man so sagen. Das ist das auch ohne relativ viel Arbeit. Also wenn eure Produktionen laufen, habt ihr auf jeden Fall für sowas hier immer Zeit. Die Zeit solltet ihr dann auch wirklich investieren. Weil ohne Biomasse gibt es halt einfach im Moment am Anfang noch keinen Strom. Auch nicht schlimm, ein bisschen mehr einzusammeln. Gerade wenn ihr so einen Startpunkt erwischt, wo wirklich so viel Holz hier liegt, dann sammelt bitte das ganze Holz auch ein. Wenn ihr dann irgendwann eine Festlegung habt, wie ich da hinarbeite eigentlich jetzt, geht es nämlich noch schneller. Das größte Ziel ist allerdings natürlich, dass wir da ankommen. Vergeht noch ein bisschen was an Zeit. So, jetzt haben wir ja nochmal 98 Kongsucker gehabt. Ich würde sagen, schauen wir uns noch ein bisschen mehr hier um. Gibt es ja hier noch mehr zu entdecken. Ansonsten sammeln wir einfach mal ein bisschen stehen lassen. Ich auch mal noch einsammeln.
kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Wenn die schon mal hat. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fix-it production line efficiency. Store this potential resource for later use. Also Aiden sagt, dass wir das Spiel auf jeden Fall brauchen, deswegen sollen wir das jetzt erst einmal einlagern. Das mache ich natürlich auch, weil ich ja weiß, wofür die Mittel nachher benötigt werden. Daher kann man die Ruhe schon mal hier soweit alle einsammeln. Da gibt es eine Festplatte, auch hier eine Aleo-Beere. Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. Die sammeln wir uns natürlich ein. Und lagern die uns erst einmal ein, die werden wir natürlich auch später noch brauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Startpunkt hier ist super. Dafür, dass ich am Anfang dachte, gibt es nicht genügend Biomasse. Jetzt wäre schon fast 400 gesammelt. Und das ist nicht in so kurzer Zeit. So, jetzt wir um. Dann schauen wir uns mal um. Da oben liegt noch eine Schnecke. Einer von denen, die sind natürlich auch gut. Einsammeln. Laufen wenigstens weg. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth, and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Preserve the remains for later study. So, auch diese Überreste soll ich jetzt natürlich erst einmal aufbewahren für spätere Forschungszwecke. So, wo sind wir? Können wir da an dem Hub orientieren. Wird auch gleich schon dunkel anscheinend. Gehe ich mal nochmal zurück. Ich habe die E-Taste dabei gedrückt und laufe einfach durch das Dickicht einmal durch. Gesehen. Und damit meine ich nicht die Schnecke da vor mir, sondern was Neues auf jeden Fall. Und sein altes Neues. Fange ich mich schon ein. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain-melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application, store it for later use. Also, die haben jetzt aktuell in dem Spiel auch eine neue Aufgabe bekommen. Die hatten ja vorher eigentlich nichts mit dem Fixkühl, außer dass man die Sachen halt wirklich einsammeln konnte. Jetzt haben die aber wirklich mit der Story über was zu tun. Die sollte man sich auf jeden Fall immer einsammeln, wenn man die irgendwo findet. So, dann hier nochmal. Ah, was dazu gehört. Hier habe ich ein bisschen Kalkstein eingesammelt. Das packe ich mit da rein. Ich bräuchte jetzt noch 5. So lange warten wir dann kurz. Jetzt müsste ich ja gleich nochmal zurücklaufen. Dann warte ich wieder. So, das müsste reichen. Perfekt. So, da hatten wir schon mal Beton erledigt. Jetzt fehlen noch die Eisenstangen. Schauen, wie weit die Produktion da war. Über 30 reicht mir
den Anfang auf. Die einen machen ich manchmal mit. Dann würde ich sagen, können wir jetzt schon das erste einmal schließen. So, da rein. Und dann einmal hier auf. Starten. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. Wäre es gut, wenn ich jetzt hier in die Hindernisbeseitigung einmal reingehe. Immer uns schon mal auswählen. Dann brauche ich auch wieder Beton und Schraubenformulierung auch noch. So, jetzt ist es dunkel. Einmal auf B, dann geht die Taschenlampe an. Wir schauen mal hier rein. Los. Können wir mal aktuell noch so laufen lassen. Dann kümmern wir uns jetzt zuerst einmal darum, dass wir vielleicht sogar die Schrauben automatisieren hier. So, wir machen hier 15 Eisenstangen. Stellen wir hier mal davor. Schauen wir mal an, wie wir denn die Schrauben machen. Davon bräuchten wir dann 10 und würden dann 40 Schrauben herstellen. Das klingt auf den Anfang gar nicht so gut. So, dann einmal Strom. Und dann ein Lagercontainer, der aber jetzt auch wieder Eisenplatten dicht. Mache ich mir dann mal schnell per Hand und mal. So. Schnell. Die stelle ich aktuell noch nicht in einer Produktion her, deswegen geht das wohl nicht anders. Sehr gut, noch eine Stange. So, jetzt nochmal schnell aufräumen. Das brauche ich jetzt nicht. Die brauchen wir also nicht. Die könnte auch mal weg. Okay. So, jetzt fehlt nur der Lagercontainer, hatte ich gesagt. Dahin. So, dann machen wir da schon mal Schrauben. Das ist die Frage. Würde zwar jetzt reichen, aber ich würde ganz gerne eine andere Quelle suchen. Am liebsten normal. Oder wenn es noch besser wäre, würde ich dann auch eine Quelle holen. Für später hätte ich mich dann wenigstens auch normal, das wird schon mal reichen. Dann hätte ich nämlich mit der Reihenquelle eigentlich rausgesorgt. So viel Kupfer brauche ich da jetzt nicht. Aber ja, dann nehmen wir halt jetzt mal die. So, da stelle ich mir schon mal einen Miner drauf. Habe ich eigentlich dazu bekommen. Ach ja, den Beobachtungsturm und hier diese Plattformen. Daraus kann man dann ja, diese Fundamente bauen und dann halt seine Fabriken ein bisschen geordneter aufbauen. Das ist aktuell aber noch nicht möglich. Oder möglich wäre schon, aber noch nicht sinnvoll, weil wir eh noch nicht so viel haben und da immer halt auch Beton oder Eisenplatten für benötigt werden. Das ist dann halt
aktuell noch ein bisschen ungünstig. So, dann würde ich sagen, einmal hole ich mir den hier noch mit. Dann stellen wir den da hier rüber. So. Sehr gut. So, einen Miner. Verdammt. So, der fördert jetzt schon mal 60. Das ist ja schon mal gut. Würde ich auf jeden Fall schon mal einen Pelzofen davor setzen. Die dann hier stellen wir dann einmal auf Kupferbarren um. Habe ich auch schon kein Kabel mehr. Das ist jetzt schlecht. Gut, ein bisschen was an Kupfer jetzt hatte ich ja noch. Dann würde ich sagen, mache ich mal ganz schnell mir von Hand ein bisschen Kabel. So, einmal hier. Genau. Lassen wir das mal laufen. Einmal Enter drücken, dann kann ich hier die Maus wieder bewegen. So, dann kann ich auch runterscrollen und sieht dann halt, wie viel man quasi da schon herstellen kann aus den Verbarren, die man jetzt aktuell da mal produziert hat. So, also erst einmal brauche ich jetzt wieder Draht. Den mache ich mir schnell und daraus stellt man dann nämlich Kabel her. Ein bisschen Draht hatte ich noch, aber ist jetzt auch nicht allzu schlimm, da ein bisschen mehr Draht zu haben. Den braucht man nämlich leider auch. So, machen wir uns dann nochmal 20. Das sollte erstmal reichen. Und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie automatisiert bekommen hier. So, dann braucht er auf jeden Fall schon genau, eingestellt hat wir es. Wir machen 30 Kupferbarren. Schauen wir mal. Draht brauchen wir 15. Machen 30 Draht raus. So. Wegmachen. Jetzt damit. Gut. Da würde dann Draht hergestellt werden. Den lagere ich auf jeden Fall ein. Nicht. So. Also jetzt stellen wir hier 30 Draht her. Machen jetzt noch einen. Okay, da fehlen versteckte Eisenplatten. Dann machen wir wohl erstmal keinen. So, machen wir mal schnell Produktion. Verbrauch. Okay, das sieht auch nicht mehr allzu gut aus. Ist aber noch genug drin. Ah gut, schauen wir mal, wie lange das noch geht. Bis dann die Produktion zusammenbricht. Versteckte Eisenplatten. Dafür brauche ich Schrauben. Dann brauchen wir zwei Stück. Reicht. Die machen wir uns mal schnell. So, okay. Dann kommt der nächste Konstruktor. Einmal hier davor. Der macht dann einmal Kabel für uns. Wir brauchen Strom und dann brauchen wir. So, perfekt. Jetzt würde ich da wieder einen Lagercontainer davor setzen. Eisenplatten. Okay.
Dann machen wir es anders. Gehen wir erst einmal in die Stromproduktion rein. Brauche ich auch Eisenplatten für. Biomasse, die machen auf jeden Fall schon mal 30 Millionen. Dann brauche ich zuerst einmal nur einen. Aber Eisenplatten möchte ich dafür. Eisenplatten habe ich keine. Das ist auch nicht so schlimm. Die holen wir uns einmal hier raus. Schauen mal kurz hier rein, wie viele Schrauben wir denn schon haben. Auch mit. So, dann haben wir das doch schon mal fast eher fertig. Also, ich meinte die Schrauben. Problem ist halt, man muss sich auf jeden Fall um die Stromversorgung am Anfang kümmern. Weil ohne geht's einfach nicht. Deswegen machen wir das mal schnell hier. Essenstangen dazu. Die haben ja auch gefehlt. Okay, ein paar davon. So. Das baue ich mir. Ich baue mir jetzt einfach hier auf. Einmal Biomasse-Generator, die haben sich auch verändert, wie man sieht. Wir haben jetzt einen Eingang, das heißt, man kann mit einem Förderband hier Sachen reinfahren lassen. Das ging ja hier nicht. Deswegen. So, Kabel. Okay. Anschließen. So. Und dann kann ich den Strom nochmal anschalten. Perfekt. So, jetzt haben wir nochmal einen großen Sprung gemacht, weil jetzt hier nochmal 30 Megawatt an Produktion quasi dazu kam. Dann hätte ich jetzt da fürs erste einmal ausgesorgt. Aber das Gute ist, Strom kann man jetzt auch mit der Biomasse mal wenigstens halbwegs automatisieren. Deswegen hat man da jetzt im Normalfall kein größeres Problem mit. So. Oh. Gut, wo waren wir dran? Genau, an der Kabelherstellung. Da fehlt jetzt noch der Lagercontainer. Da. Und dann jetzt mit den vor. Dann habe ich jetzt einmal Draht produziert. Dann machen wir 30. Verbrauchen 60 sogar. Aber machen dafür halt jetzt auch Kabel. Ja, das muss erstmal reichen so. Okay. Schauen wir mal, was wir hier schon mal alles reinpacken könnten. So, das kann auch mal weg. Dann würde ich sagen, nutze ich die Zeit und mache noch mal ein bisschen was von der Biomasse hier. Allerdings brauche ich jetzt auch nicht mehr allzu viel davon, weil wir im nächsten Schritt dann auf jeden Fall die ganze Sache da automatisieren wollen. Soweit es auf jeden Fall geht. Es macht einfach Sinn, dann schmeiße ich einfach nur Kresse oder das Holz in einen Lagercontainer und das der Rest passiert dann automatisch. Man hat deutlich weniger Arbeit damit und man erzeugt ganz entspannt. Okay, das machen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das lassen wir machen. So, schauen wir nochmal hier rein. Wie weit denn unsere Stromproduktion ist, dann hätten wir da auch schon mal genügend. Ich schaue mich mal um, ob es noch Kalkstein gibt, der vielleicht nicht unbedingt unrein ist, sondern vielleicht sogar eine normale Quelle. Mal hier hinten.
Action ist am Anfang eigentlich fast das Wichtigste, was man automatisieren sollte. Rohquarz hatte ich ja gesagt. Am Anfang alles einsammeln, was man auch findet. Das ist schon relativ wichtig. So, nehmen wir das hier mal noch mit und dann schauen wir mal, was für eine Quelle sich darunter versteckt. Das ist halt nicht viel. Das könnte dann eine, okay, eine Quelle. Was auch sonst. So, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas Wichtiges wäre. Okay. Sieht nicht so aus. Dann kann ich auch wieder zurücklaufen. Trinken kann man übrigens nicht, das ist das Gute daran. Eine blaue Elektroschnecke gefunden, die nehme ich auch mit. Gut, also was ich noch erzählen wollte ist, ich wollte jetzt eigentlich wieder quasi durch das 1.0 Release hier von vorne beginnen. Ich würde mich freuen, ob ihr mir da Rückmeldung geben könntet, ob ihr daran auch Interesse habt, das hier wieder komplett nach vorne mit mir zu starten. Ich versuche dann auf jeden Fall auch einmal in der Woche dazu ein Video hochzuladen. Das geht dann wieder wie vorher auch so ungefähr eine Stunde. Da kann man schon relativ viel zeigen. Und wir würden uns dann quasi wieder zusammen eine riesige Base aufbauen. Vielleicht diesmal halt auch nicht nur die Produktionsketten, sondern halt auch dazu die passenden Gebäude. Da gibt es ja auch einiges Neues, habe ich so gesehen. So, Draht habe ich jetzt auch. Da fehlen eigentlich noch die Schrauben. Dann schauen wir mal, ob wir da. Das waren 170, die mir fehlen. So, reicht auch. Dann können wir mal hier schauen, dass wir den Meilenstein Hindernisbeseitigung auch noch abschließen. So, Start. Dann steht hier eine Ausrüstung. Milestone reached. Solid biofuel created from any biomass ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note. Will you be the fixed employee of the month? You could be if you construct, automate, explore and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated. Fun, fun, fun. So, wir legen uns 1, 2, 3, 4. Eigentlich geht's auch mit 3. Ich mach schnell. 1, 2. Ich müsste gehen. Logistik ist dann das nächste, wo ich hin müsste. Logistik hier. Auswählen. Das müssen wir dann noch freischalten, um das ordentlich aufbauen zu können. Das ist für mich dann auch kein großes Problem. So, das sollte reichen. Und dann machen wir noch ein bisschen was für den Biomasse-Generator. Ja, diese Geschichte baue ich mir auf jeden Fall aber auch auf Plattform auf. Das ist nämlich dann einfacher. Dazu viel Eisenplatten. Machen wir jetzt gleich noch schnell. Verstärkte Eisenplatten wären auch nicht schlecht. So, Hündchen. Das setzen wir einmal damit.
Seht ihr, wie langsam das hier das noch. Der andere Treibstoff in der Nähe ist, dann sieht er sich hier den Biotreibstoff, der verbrennt doch schon deutlich langsamer. So, schön. Einmal Beton. Interessant. Also Platten mache ich noch gar keinen, oder nee. Aber so schlimm ist es hier nicht. Was produzieren wir hier? Würde ich mehr Eisen barren. Schauen wir mal, ob ich ein paar Schrauben hätte. Habe ich. Da muss ich die schon nicht von Hand machen. Jetzt fehlen mir natürlich nur wieder die Stangen. So. Eisenplatten. Noch einmal schnell ein paar machen und dann bauen wir uns neue Eisenstange, damit wir neue Schrauben herstellen können. Drei Schrauben habe ich jetzt sogar. Brauche ich nur das hier. Sollte reichen. Zwei mehr. So, jetzt müssen wir mal schauen. Eisenstangen. Deswegen stoppen wir das da mal kurz. Und Draht. Dann hole ich mir einmal noch ein Kabel. Das sollte reichen. Dann machen wir hier mal schnell Stopp und warten, bis wir da die 300 Grad im Container haben. So, ja. Hindernisbeseitigung habe ich ja freigeschaltet. Da muss man schnell noch eine Ausrüstungswerkstatt. Brauchen wir es nicht schnell. Stangen machen. So. Jetzt aber. Setzen wir uns mal hier hin. Da stört die auch nicht. Können wir nämlich jetzt die Kettensäge rein theoretisch herstellen. Da fehlen aber noch die Eisenstangen. Das haben wir jetzt im Moment nicht. Deswegen kümmern wir uns zuerst einmal um den Strom. So. Perfekt. Dann. Fundamente lege ich mir mal auf die 5, das hier auf die 6 einfach mit der Maus drüber fahren und dann die Tasten drücken, dann seht ihr, dass es hier dann immer in der Kurzfalltaste ist. So, dann kann man jetzt hier auch wieder den Baumodus von Standard auf Super herschalten mit R, da gibt es natürlich dann auch vertikal, dann geht es nach oben. So, dann drücken wir einmal Steuerung, dann haben wir hier so ein Raster. Jetzt bauen wir uns die Geschichte hier mal auf. Ich brauche 2 Lagercontainer. Eigentlich brauche ich 3 Lagercontainer sogar. Die kann ich jetzt auch noch nicht bauen. Super. Na ja, gut. Bisschen Zeit haben wir ja noch, ja. 10 Minuten. Derzeit schaffen wir schon einiges. So, haben wir hier alles einsammeln. Deswegen sage ich ja, automatisiert so viel wie möglich am Anfang schon. Dann geht es auf jeden Fall leichter, wenn ihr die Sachen nur
aus den Nagelkindern rausholen musst und nicht erst noch von Hand hier einmal selbst herstellen. Deswegen wäre dann nach der Stromproduktion auch ganz wichtig, dass ich mich darum kümmere, dass hier die Eisenplatten auch produziert werden. Dann muss ich die nicht ständig wieder von Hand hier machen. Im Moment ist es halt einfach so, deswegen lassen wir es mal. So, dann haben wir das, dann einmal hier. Okay, ich möchte ganz gerne hier einen, den setzen wir jetzt mittig, da und einen da. Einmal für Holz, Steuerungstaste gedrückt halten und dann Doppelkick, dann nehmt ihr alles aus eurem Inventar raus. Und einmal hier für Fräser. So. Und dann habe ich hier einen Konstruktor. Den setze ich mir davor. Da einmal. Und einmal hier. Was hatten wir hier drin? Fräser. Das heißt, Biomasse aus Blättern einstellen. Die können wir schon mal da reinpacken. Und hier habe ich dann einmal Biomasse aus Holz. So. Dann verbinden wir das einmal. Das heißt, wir machen jetzt zweimal Biomasse, einmal 60, einmal 300. Die können wir natürlich noch nicht transportieren. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Dann machen wir vielleicht doch 3 ist zu viel. 2. Ne, geht das jetzt nicht. Bauen. Gibt hier nochmal einen hin. Einmal. Da. Einmal. Da. So. Die sollen dann aus der Biomasse festen Treibstoff herstellen. Ja auch. Ich muss ein bisschen ab da reinpacken. Dann da reinpacken. So, jetzt habe ich quasi zweimal ist das Schaltkraft 60 und 60. Das heißt, wir machen 120. Die wir hier aktuell noch gar nicht bewegt bekommen. Aber so schön ist es ja nicht. So, Kalkstein da reinpacken. Genau, es fehlt eigentlich noch der Lagercontainer, der kommt einmal hier in die Mitte. Mache ich nur einen, weil ich jetzt eh gleich die Logistik freischalten möchte. Und dann machen wir noch hier zwei. Ja. Bei einem hätten wir ja schon. So, ich brauche Eisenstangen und Eisenplatten. Die Schraubenproduktion läuft immer noch. Raus, da habe ich jetzt eigentlich auch genug. Dann kann man die Stangen da mal kurz rausnehmen. So, dann habe ich da Stangen drin. Nochmal die Eisenbarren. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt noch schnell Eisenplatten, 40 Stück. Die mache ich mir mal schnell. Und dann noch ein paar für die Fütterbänder. Weil ohne Eisenplatten gibt es ja auch keine Fütterbänder aktuell. Da müssen wir halt immer dran denken, dass wir da ein bisschen was mehr machen. Und dann wäre es, glaube ich, wirklich sinnvoll, die Eisenplatten so schnell wie möglich noch zu automatisieren. So. Dann fehlt mir Draht. Den haben wir ja auch schon automatisiert. Daher hole ich mir das einmal raus. So, sehr gut. Da war noch ein Kabel drin. Ich auch. So. Dann schalte ich die auf jeden Fall schnell wie möglich gleich ab.
sobald ich das hier zusammen habe. Gut. Also hier einmal den Lagercontainer noch draufstellen. Den würde ich auch wieder relativ mittig setzen wollen. Ja. So sollte es gehen. Machen wir erstmal den von hier darüber. Mit dem Baumodus gerade, dann haben wir das natürlich auch. So. Da wird noch nichts produziert, aber ist ja nicht so schlimm. Und dann setze ich mir hier die zwei Biomassegeneratoren einmal da drauf. Hier einer hin. So, die können wir jetzt auch noch nicht miteinander verbinden, aber gleich. Schön, dann Strom und auch mittig. Einmal da und einmal hier. Perfekt. Und dann nochmal hier. Einmal dahin. Stellen wir dann auch dahin. So. Jetzt fehlt mir natürlich wieder sonst ein Eisenplatten. Schauen, ob ich das ins Laufen bekomme schon mal. So, dann würde mich da wenigstens schon mal was produziert werden. In der Zeit, wo ich jetzt noch mal kurz ein bisschen was an Eisenbarren hole, um die restlichen Förderbänder da anzuschließen, dann haben wir nämlich auch schon die Stromproduktion am Laufen. Raus. Die Stange nehme ich mir mit. Da haben wir dann auch genug. Gut, dann haben wir nämlich gleich hier einmal den Anfang soweit fertig. Und würden dann beim nächsten Mal im Bereich Logistik weiterarbeiten und auf jeden Fall die Eisenplatten automatisieren und ich brauche mehr Beton, da werde ich dann noch einen zweiten Miner aufstellen, damit mir da ausreichend Beton zur Verfügung steht, den ich dann auf jeden Fall für die Plattform benötige. So, mal gucken. Einsetzen und dann könnte man das verbinden. Ja. So. Hier kurz anschließen, damit wir das schon mal laufen. Aus. Sollte trotzdem noch funktionieren. So, dann läuft das auch schon mal. Also komplett vollautomatisch. Den Rest schließen wir dann noch an. Aber das machen wir dann alles ganz entspannt beim nächsten Mal. So. Einmal noch kurz das Inventar leer machen. Das war da. Alles, was ich jetzt nicht brauche, würde ich da mal wieder reinpacken. Gut, dann ist es auch wieder relativ übersichtlich. Okay, dann würde ich sagen, heute habe ich dann wieder alles soweit erledigt. Die ersten Produktionsketten laufen vollautomatisch. Wir haben eine kleine Stromversorgung aufgebaut. Und dann können wir beim nächsten Mal der Sache hier ganz entspannt gegenschauen und da weiterarbeiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.